Wenn es eine Veränderungsmöglichkeit gibt, ist der Zustand ineffizient. Ja? Also wenn man verändern kann, ist es ineffizient. Wenn man nicht verändern kann, ist es offenbar der bestmögliche Zustand, also ist er effizient. Und das kann man bei jeder Regelung machen und überlegen, gibt es eine Möglichkeit, es zu ändern, dass der Gesamtwohlstand steigt. Jetzt sehe ich nichts. Toll. Jetzt muss ich nicht mehr arbeiten. Sie sehen jetzt dieses tolle Bild. Ja, also das ist die erste wichtige Aussage, die wir im Hinterkopf behalten müssen. Bei Effizienz geht es nicht um Gerechtigkeit. Also Effizienz ist kein Synonym für die Regelung ist fair oder die Regelung gleicht die Interessen aus, sondern Effizienz hat eine ganz triviale Aussage. Wir haben keine Möglichkeit, den Gewinn zu steigern, ohne dass sozusagen jemand anderes einen Nachteil dadurch erleidet. Mehr sagt das Ganze nicht aus. Das andere, was mir aufgefallen ist, ist, dass Sie offenbar auch immer denken, Sie müssten sehr viel über das Gesetz schreiben. Das macht gar keinen Sinn bei dieser Klausur, weil die Klausur heißt ja nicht deutsches Gesellschaftsrecht, sondern die Klausur heißt Gesellschaftsrecht und Ökonomie. Sie sollen sich also primär auf die ökonomischen Faktoren konzentrieren. Sie werden auch vielleicht gemerkt haben, ich habe hier gar nicht über Paragraph irgendwas Aktiengesetz oder Paragraph irgendwas WPHG gesprochen, sondern ich habe im Primären versucht zu erklären, was die Zusammenhänge sind. In der Klausur brauchen Sie auch kein Gesetz, deshalb macht es auch keinen Sinn, wenn Sie da zu viel mit Paragraphen arbeiten. Sie sollen sich vielmehr allgemein fragen, welche Kostenfaktoren entstehen, also wodurch wird jemand belastet und wodurch hat jemand Gewinne. Also was ist der gesamtwirtschaftliche Gewinn, wer kriegt diese Gewinne, wie hoch sind diese Gewinne und was sind die Verluste, wer bezahlt das, welcher Aufwand entsteht. Und wenn Sie diese beiden Fragen differenzieren, dann kommen Sie zu einem Ergebnis. Und das müssen Sie einfach nur verschriftlichen. Sie müssen nicht schreiben, ja, hier, das ist eine GbR und die ist rechtsfähig. Bei der ersten Aufgabenblatt war zum Beispiel diese Sache mit der Sammelbestellung. Sondern die Frage muss lauten, welchen Vorteil hat es, wenn ich bei einer Sammelbestellung nicht jeden einzelnen Besteller einzeln verklagen muss, sondern klagen kann gegen die Besteller als Gruppe. Und warum ist das einfacher? Die Antwort lautet ganz einfach, weil man einen Namen hat, einen Gerichter, einen gegnerischen Anwalt und das einmal durchentscheiden kann. Zweitens hat natürlich den Verhandlungsaufwand reduziert. Ich muss nur mit einem Menschen verhandeln und nicht mit fünf am Tisch sitzen und mich mit allen fünf einigen. Wenn einer vertreten kann, spare ich mir die Verhandlung mit vier anderen. Sie müssen weiterhin sich die komplette Aufgabe durchlesen. Das war auch bei dieser Aufgabe so. Da war nämlich die erste Frage, ist es sinnvoll, wenn es eine rechtsfähige Körperschaft ist? Und die letzte Frage war erst die Haftung. Sie können also diese Fragen auseinanderziehen. Sie können einerseits sagen, so ist die Haftung und andererseits kann ich die als Gesamtheit verklagen. Denn eine GmbH ist zum Beispiel unabhängig davon, wie die Haftung ist. GmbH und GbR sind beide rechtsfähig. Also lautet die Frage, lohnt sich hier die Rechtsfähigkeit? Also wenn Sie darauf mal achten, dass Sie sich überlegen, erstens einzelne Kostenfaktoren, zweitens richtiger Effizienzbegriff und drittens nicht konzentrieren auf die Rechtsfrage, sondern konzentrieren auf die Auswirkungen. Wer hat die Kosten, wer hat den Nutzen? Dann haben Sie bei den Aufgaben eigentlich auch weniger Probleme. Es geht nicht darum, dass Sie herausfinden, das ist jetzt geregelt in Paragraph 21 WPHG oder sowas. Das interessiert keinen Menschen. Zumindest nicht in dieser Klausur. Gesellschaftsrecht, Ökonomie 10, weiß man nicht. So, haben Sie dazu noch Fragen? Wenn nicht, kann ich Ihnen noch mal das Grundlagenskript Rechtsökonomie online stellen, wobei Sie hätten das ja auch alles bei Herrn Zimmer schon mal hören können sollen. Dann hätten Sie diese
paar Sachen auch wissen können. Das ist aber nicht viel. Haben Sie dazu noch Fragen? Keiner. Schweigen. Ja, dann waren wir vor den Weihnachtsferien bei dem Thema Aufsichtsorgane, Corporate Governance und Überwachung. Dieses Thema hat sich ewig hingezogen. Wir haben gesprochen darüber, inwieweit das Ganze durch den Kapitalmarkt und durch die Aktionäre unmittelbar erfolgen kann. Wir wollen noch ganz kurz einen Blick auf die Überwachungsorgane werfen. Das hatten wir schon mal. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, in Deutschland haben wir ein dreistufiges Modell. Wir haben die Aktionäre, die selber, wie wir gesehen haben, unmittelbar relativ wenige Befugnisse haben. Sie können ein Klagezulassungsverfahren machen, sie können Beschlüsse anfechten. Die Aktionäre können allerdings in der Hauptversammlung unter anderem Auskunftsrechte geltend machen, sie können über wichtige Fragen abstimmen und so weiter. Damit erschöpfen sich aber auch ihre Rechte. Das heißt, die Hauptversammlung findet im Regelfall einmal im Jahr statt. Mehr haben die mit ihrer Aktiengesellschaft nicht zu tun. Die eigentliche Überwachung wird ausgeübt durch ein eigenes Organ, den Aufsichtsrat. Und der kann insbesondere verlangen, dass bestimmte Maßnahmen, bevor sie wahrgenommen werden, mit einer Zustimmung bestätigt werden. Aber auch dieser Katalog hat nur Innenwirkung, weil der Vorstand nach außen unbeschränkt auftreten kann. Der Aufsichtsrat wird durch die Hauptversammlung gewählt. Früher hatte er mindestens 3 Personen. Das ist jetzt mit der neuen Aktienrechtsreform weggefallen. Der Aufsichtsrat ist weisungsfrei, der Vorstand ist dagegen weisungsfrei. Das heißt, der Aufsichtsrat kann wirklich nur überwachen. Er kann den Vorstand nicht zu einer aktiven Tätigkeit anhalten. Das Auskunftsrecht, was in der GmbH die Gesellschafter unmittelbar haben, hat in der Aktiengesellschaft im Ergebnis der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat kann sich informieren aus den Büchern und Schriften. Er erteilt zudem dem Abschlussprüfer den Prüfauftrag. Das heißt, der Aufsichtsrat hat eine komplette Information aus den schriftlichen Unterlagen. Außerdem muss der Vorstand aktiv dem Aufsichtsrat berichten. Das heißt, der muss ihn ständig auf dem Laufenden halten über alle wesentlichen Aspekte. Und der Aufsichtsrat kann seinerseits vom Vorstand jederzeit einzelne Berichte verlangen, wenn er dafür wichtige Informationen braucht. Und wenn er meint, dass irgendwas extrem schief läuft, darf er eine Hauptversammlung einberufen, um dann Maßnahmen einzuleiten. Sie sehen aber in dem ganzen System, der Aufsichtsrat hat zwar starke Befugnisse, um zu kontrollieren, um sich zu informieren, seine Handlungsbefugnis, also was er tun darf, ist hingegen relativ gering. Was darf er tun? Er darf bestimmen, dass bestimmte Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. Bestimmte Arten heißt gerade nicht alle Geschäfte, also nicht vor jedem Handschlag. Und es bedeutet auch letztendlich, dass er erstmal vorher abgrenzen muss, was für den Aufsichtsrat besonders wichtig ist. Ansonsten kann er noch die Organkompetenz wahrnehmen, indem er nämlich den Vorstand wählt und aus wichtigem Grund abberuft. Und er darf letztendlich auch über dessen Vergütung entscheiden. Damit ist die Frage, ist dieses System wirklich effizient? Und hier ist ein konkreter Vergleichsmaßstab, dass es Staaten gibt, zum Beispiel Großbritannien oder die USA, die sagen, wir brauchen kein eigenes Aufsichtsorgan, sondern wir machen das alles in einem. Wir sagen, es gibt im Vorstand, sagen wir, 3 Personen und die überwachen sich jeweils gegenseitig. Jeder guckt, was der Kollege macht. Dasselbe haben wir in Deutschland auch bei GmbHs im Grundsatz.
Wenn ich eine GmbH habe, brauche ich keinen Aufsichtsrat und ich vertraue darauf, dass die Geschäftsführer sich untereinander gegenseitig überwachen, denn immerhin, wenn das Unternehmen pleite geht, stehen auch alle Geschäftsführer auf der Straße. Also lautet unsere Frage, ist ein System, was weitere Menschen beschäftigt und die ausschließlich mit Überwachung und nicht mit Entscheidung betätigt, ist ein solches System, was Kosten verursacht, mit entsprechendem Nutzen verbunden, der diese Kosten wieder aufwiegt? Oder ist ein System, was den Aufsichtsrat wegstreichen würde, genauso wirksam, spart aber die Kosten? Anders gefragt, habe ich volkswirtschaftlich Vorteile davon, dass die Aktiengesellschaften in Deutschland Aufsichtsräte haben? Und wenn ja, worin liegen diese Vorteile? Ja? Also das Argument, dass die GmbH keinen Aufsichtsrat braucht, den kann man ja relativ schnell damit begegnen, wenn man sagt, eine Aktiengesellschaft hat viel mehr Aktionäre als eine GmbH-Gesellschaft. Und damit haben die dann ein eigenes Bündelungsgremium. Also, das die vertritt. Das könnte man sagen. Das Problem ist, es ist nicht zwingend so. Es gibt keine Regelung, die sagt, eine Aktiengesellschaft muss mindestens 1000 Aktionäre haben. Es gibt in Deutschland Aktiengesellschaften, die haben genau einen Aktionär zum Beispiel. Und wenn man sich fragt, wenn die Gesellschaft genau einen Aktionär hat, nämlich die Stadt Düsseldorf zum Beispiel, oder, was weiß ich, die Stadt Meerbusch, dann stellt sich die Frage, braucht dieser eine Aktionär sozusagen ein Gremium, was beaufsichtigt? Also sozusagen nicht die Zahl der Aktionäre zwingend verbunden mit der Rechtsform. Und umgekehrt haben wir durchaus GmbHs, die zwar auch nur einen Gesellschafter haben, die aber eine GmbH und Co. KG sind, mit ganz, ganz vielen Investoren, die alle da Geld gegeben haben. Also zigtausend Kommanditisten. Und die Kommanditisten sind eigentlich die Leidtragenden, weil die haften ja. Die haben aber kein Mitspracherecht und kein Auskunftsrecht. Und da haben wir auch keinen zwingenden Aufsichtsrat im Gesetz. Ja, in der Tat, das ist das Argument, was immer gebracht wird. Und damit haben sich auch Leute auseinandergesetzt und die haben gesagt, okay, in der Tat, niemand kann sich selbst überwachen. Das heißt, Vorstandsmitglieder können nicht gleichzeitig Aufsichtsratsmitglieder sein. Aber das Problem dabei ist natürlich, die kommen im Zweifel aus ähnlichen Kreisen. Denn so viele kompetente externe Menschen, die nur beaufsichtigen wollen, haben wir nicht. Entweder sie sind vorher in der Geschäftsleitung mal tätig gewesen, irgendeines Unternehmens, oder aber sie hätten zumindest sein können. Das heißt, im Zweifel kennen sie die Vorstandsmitglieder, sie sind mit denen persönlich verbunden. Das heißt, die kommen nicht aus komplett verschiedenen Kreisen. Es ist nicht so, als ob da irgendjemand sitzt von der Uni, der überwacht, und jemand aus der Wirtschaft, der entscheidet. Sondern es kommen alle aus der Wirtschaft und im Zweifel sogar aus irgendwelchen bekannten Unternehmen. Also der Daimler-Vorstand sitzt dann im Aufsichtsrat von Bayer und der Bayer-Vorstand sitzt im Aufsichtsrat von Daimler. Das heißt, das ist alles sehr vernetzt. Man kann das grafisch aufmachen und stellt fest, es sind immer schlimme Vernetzungen zwischen Unternehmen. Und wenn das so ist, ist die Frage, ist dieses Organ wirklich so unabhängig, wie wir es hochstilisieren? Um Ihnen das Problem aus den USA zu zeigen, auch in Amerika haben wir natürlich das gleiche Problem, denn immer dann, wenn es um die Frage geht, wird das Board verklagt, also werden Personen, die Entscheidungen getroffen haben, verklagt, entscheidet darüber das Board und die Amerikaner verlangen, dass es nur die Unabhängigen entscheiden dürfen. Ist das nicht so, dass Aufsichtsräte, dass die länger besetzt sind als Vorstände, also dass die, weil ja, die länger da sind, dann vielleicht ein größeres Interesse haben, dass das Unternehmen langfristig auf dem Kurs bleibt und nicht wie der Vorstand dann sagt, wir plündern das jetzt für die nächsten 3 Jahre aus und dann sind wir erledigt? Eine sehr gute Überlegung, in der Tat. Man könnte meinen, der Aufsichtsrat sagt, ich bin ja lang gebunden. Dagegen spricht aber, der Aufsichtsrat kriegt normalerweise nicht die Vergütung eines Vorstandes. Das heißt, der ist gar nicht so wirtschaftlich daran interessiert. Der Aufsichtsrat hängt sozusagen nur ganz bedingt daran. Das haben Sie auch gesehen, gerade jetzt hier in der Bankenkrise, wo die Aufsichtsräte reihenweise versagt haben, weil die gesagt haben, wie, wir sollten beaufsichtigen? Wir haben doch gar keine Ahnung davon. Das ist doch viel zu aufwendig. Also
der Anreiz zu beaufsichtigen ist sehr viel schwerer zu begründen, als der Anreiz zu sagen, du bist jetzt der Manager und pass auf deine Kollegen mit auf, sonst hängst du dran. Das heißt, der Anreiz für den Aufsichtsrat ist sehr viel schwerer zu begründen. Um Ihnen mal zu zeigen, wie diese mittelbaren Beziehungen laufen, hier zwei Probleme. Es gab ein Unternehmen, oder es gibt ein Unternehmen, das heißt Oracle, die stellen Datenbanksoftware her, die haben auch mal Sun Microsystems gekauft und bieten Open Office an. Und da ging es darum, dass ein Boardmitglied verklagt werden sollte und in dem Restboard, die darüber entscheiden sollten, saß ein Kollege von der gleichen Uni. Der einzige Beziehung zwischen den beiden war, die waren Professoren an derselben Universität, nämlich in Stanford. Und die Frage war, bin ich dann noch sozusagen neutral, wenn ich außerhalb meiner Boardtätigkeit an der gleichen Uni arbeite? Und die Antwort lautet, das Gericht sagt, es reicht schon der Verdacht der Befangenheit und schon bin ich nicht mehr unabhängig. Wenn wir diesen Maßstab anlegen würden bei unseren Aufsichtsräten, wäre da kaum jemand unabhängig. Die würden sich alle von irgendwo kennen. Die waren schon mal beim Mittagessen zusammen. Ganz schlimm. Andererseits, was ist, wenn man befreundet ist untereinander? Wenn man sogar nachweisen kann, die beiden sind befreundet. Dann sagt man, das reicht nicht. Es läge in der Natur der Sache, dass wenn man sich mit Leuten ab und zu mal trifft, beruflich und die sympathisch finden, dass man sich befreundet. Und es würde ein Ausschluss jeglichen sozialen Kontaktes bedeuten, wenn Freundschaft schon Befangenheit bedeutet. Anders ausgedrückt, wenn das Vorstandsmitglied das Aufsichtsratsmitglied sympathisch findet und die gehen zusammen essen, kann das nicht dazu führen, dass das Aufsichtsratsmitglied den Job verliert. Aber Sie sehen, es ist völlig ausgeschlossen, ein eigenes Überwachungsorgan zu konzipieren, was wirklich Unabhängigkeit garantiert. Der Gesetzgeber hat das versucht, hat dann diesen Katalog gemacht, wo er gesagt hat, ja, man soll nicht in mehr als 10 Aktiengesellschaften im Aufsichtsrat sitzen. Jetzt überlegen Sie mal, wenn Sie 10 Aufsichtsratsmitgliedschaften haben, dann müssen Sie auch bei 10 Gesellschaften wirklich regelmäßig gucken, ob die alles vernünftig machen. Das ist schon praktisch kaum möglich, aber 10 ist die Obergrenze. Dann haben die konzernrechtlich gesagt, wenn das Unternehmen in Mehrheitsbesitz ist, kann nicht der Geschäftsführer des Mehrheitsbesitzunternehmens gleichzeitig im Aufsichtsrat der Muttergesellschaft sitzen. Auch das ist relativ formalistisch. Es kann ja durchaus auch eine andere Verbindung bestehen, zum Beispiel als dauerhafter Lieferant oder Kunde. Dann hat man ähnliche Interessenkonflikte. Dann sagt man, man möchte keine wechselseitigen Aufsichtsratsmandate. Auch das klingt ganz toll. Aber auch da gibt es natürlich Umgehungsmöglichkeiten. Und last but not least steht dann da noch, in den letzten 2 Jahren darf man nicht Vorstand derselben Gesellschaft gewesen sein. Aber, und das ist das Schöne, es gibt eine Es-sei-denn-Einschränkung, die sagt nämlich, mit einem Vorschlag von 25% der Aktionäre, was immer der Mehrheitsaktionär ist, kann auch der ehemalige Vorstand in den Aufsichtsrat wechseln. Das heißt, man hat versucht, sozusagen die Unabhängigkeit durch bestimmte Wahlkriterien sicherzustellen. In der Praxis ist das aber nicht möglich. Deshalb hat man zumindest gesagt, es muss eine angemessene Anzahl unabhängiger Mitglieder vorhanden sein, die nicht in einer persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur Gesellschaft, den Organen oder Ähnlichem stehen. Sie können sich vorstellen, in der Praxis alles ein Formalismus. Was uns wieder zur Frage zurückbringt, ist ein separates Aufsichtsorgan effizient? Erstens sorgt es natürlich dazu, dass zusätzliche Kosten entstehen. Kosten deshalb schon alleine, weil man Informationen vom Vorstand zum Aufsichtsrat machen muss und diese Informationen müssen verschriftlicht werden, die müssen mitgeteilt werden, die müssen gelesen werden, der Vorstand muss mit dem Aufsichtsrat sprechen. Das kostet Zeit, die der Vorstand nicht dafür investieren kann, dass er Geschäfte tätigt, wofür er eigentlich angestellt ist. Zweitens führt das Ganze natürlich zu Kompetenzproblemen. Wenn der Aufsichtsrat zu viele Zustimmungsvorbehalte vereinbart, kann der Vorstand seinen Pflichten nicht nachkommen, er kann das Unternehmen nicht so führen, wie er es führen müsste und man landet letztendlich vor Gericht. Und last but not least kommen wir zu dem Problem, dass natürlich auch die Aufsichtsratsmitglieder Eigeninteressen haben und wir dadurch eine doppelte Interessenkollision möglicherweise haben, nämlich einerseits Interessen der Aktionäre, dann Interessen des Vorstands
und dann noch dritte Interessen des Aufsichtsrats. Das heißt, wir haben eine weitere Risikosphäre hinzugefügt. Vor diesem Hintergrund wäre es immer interessant zu wissen, ob das deutsche Aufsichtsratssystem sinnvoll oder unsinnig ist. Und das Problem, was die Ökonomen damit haben, ist, woher weiß ich das? Können Sie sich vorstellen, wie man es methodisch erforschen kann, ob ein Aufsichtsrat eine effiziente Möglichkeit der Überwachung ist im Vergleich zum Single-Tier-Board, außer so einer allgemeinen Debatte? Wie würden Sie das erforschen, wenn ich Ihnen sagen würde, finden Sie mal raus, ob das unnötige Kosten sind, ob Unternehmen besser funktionieren würden ohne Aufsichtsrat? Wie würden Sie das erforschen? Ja? Und dann mit den Jahresfinanzen vergleichen, wo zum Beispiel die Organe mehr Geld brauchen. Ja. Das wird vielleicht mehr Jahre. Ja. Und solche Studien gibt es. Und raten Sie, wo zu welchem Ergebnis kommen die? Nein. Also Sie sagen, es ist kein Unterschied feststellen. Ja. Sie kommen dazu und sagen, wir haben festgestellt, es gibt A-Unternehmen, die zusammenbrechen. Es gab Enron-Skandal. Es gab hier in Deutschland verschiedene Skandale. Also Skandale haben wir immer. Also egal, welches Aufsichtssystem wir machen, es gibt immer Risiken. Dann hat es Auswirkungen auf die Gewinne, auf die Dividende pro Aktionär. Haben festgestellt, auch diese Folge können wir nicht nachweisen. Es gibt amerikanische Unternehmen, die sehr hohe Dividende auszahlen. Es gibt deutsche Unternehmen, die sehr hohe Dividende auszahlen. Es gibt da keine Korrelation, ob ein Aufsichtsrat besteht oder keiner besteht. Dann haben sie geguckt, okay, gucken wir uns mal den Umsatz an, wie viel Geschäft die tätigen können. Auch da haben sie keinen signifikanten Unterschied festgestellt. Insgesamt also, es gibt keinerlei Nachweis, dass ein System besser oder schlechter ist. Ich habe schon darüber gesprochen, dass es die Wahlmöglichkeit zwischen der Aktiengesellschaft und der Societas Europaea gibt. Sie erinnern sich, Sie können eine europäische Aktiengesellschaft gründen und bei der europäischen Aktiengesellschaft brauchen Sie kein separates Überwachungsorgan. Ich habe Ihnen auch gezeigt, dass in Deutschland zumindest eigentlich ganz unerheblicher Anteil der Unternehmen das monistische Modell gewählt hat. Jetzt gab es ganz schlaue Leute, die gesagt haben, dann vergleichen wir doch die Unternehmen, die in Deutschland tätig sind, als monistische europäische Aktiengesellschaft, mit den Unternehmen, die in Deutschland tätig sind, als deutsche Aktiengesellschaft mit Aufsichtsrat. Auch da kam nichts Relevantes bei raus. Das heißt, es gibt keinerlei Zahlen, mit denen man belegen kann, das eine System ist besser oder schlechter. Im Grunde kann man also sagen, es ist ein Nullsummenspiel. Sagt zumindest die Empirie. Ja, damit kommen wir zum Ergebnis. Eine organisierte Aufsicht impliziert grundsätzlich einen Effizienzgewinn, wenn der Aufsichtsaufwand einen relevanten Umfang annimmt. Denn dann kann der Markt nicht mehr überwachen, weil der Markt diese Kosten nicht mehr streuen kann. Und der Einzelaktionär wird sie nur dann stimmen, wenn er einen entsprechenden Anreiz hat. Das heißt, wenn er eine hohe Beteiligung hat, die hat er aber normalerweise nicht. Es gibt kaum Aktionäre, die so relevant beteiligt sind, dass ihr Schicksal steht und fällt mit dem Schicksal der Aktiengesellschaft. Deshalb, gerade in der Aktiengesellschaft, wo keiner sein Schicksal an die Gesellschaft geknüpft hat, hat keiner Interesse zu überwachen, also wird man da einen Aufsichtsrat einrichten. Das deutsche System verursacht allerdings erhebliche Kosten, denn man muss die zuständigen Organe definieren. Was darf die Hauptversammlung, was darf der Aufsichtsrat, was darf der Vorstand? Und er hat ein Anreizproblem im Hinblick auf die Unabhängigkeit und Neutralität, denn unabhängige und neutrale Menschen haben keinen Anreiz zu beaufsichtigen. Warum soll ich unabhängig und neutral beaufsichtigen? Da kriege ich ja nichts für. Deshalb, das Single-Tier-System hat einen Kostenvorteil, insoweit als ich nicht jemand Externes informieren muss, erhöht die Gefahr von Interessenkonflikten, weil die Leute öfter miteinander reden müssen, ist anders als das deutsche System bei großen wie kleinen Unternehmen realisierbar, trotzdem empirisch nicht überlegen, weil die Zahlen uns sagen, unser System ist mindestens genauso gut. Das heißt, wir können nicht sagen, dass ein System besser ist als das andere. Ja, zwei Kontrollmechanismen, die nur implizit relevant sind. Zunächst mal
die Medien. Die vierte Gewalt, könnte man sagen. Die Prämisse da ist, dass ein Vorstand davon lebt, dass er einen guten Ruf hat. Denn wenn Sie einen guten Ruf als Vorstand haben, ist es wie bei einem Fußballspieler, dann wollen Sie auch die anderen Unternehmen haben. Das heißt, Sie können um Ihr Gehalt pokern. Ist Ihr Ruf ruiniert, will Sie keiner mehr haben und Sie kriegen auch kein Einkommen mehr. Das Problem an der Sache ist natürlich, Sie können auch als Krisenmensch ganz gut überleben, wenn Sie halt immer nur in Unternehmen reingehen, die eh schon schlecht vor die Wand stehen. Sie müssen also nicht sozusagen immer nur bei Daimler oder VW arbeiten, sondern Sie können auch durchaus als Bestattungsunternehmer für Unternehmen arbeiten. Auch das ist ein lukrativer Job. Die andere Möglichkeit, Unternehmen zu kontrollieren, ist natürlich die staatliche Sanktionierung durch Bußgelder oder durch Strafen. Wenn ich meinen Jahresabschluss nicht einreiche, muss ich ein Ordnungsgeld zahlen. Wenn ich nicht genug Frauen im Aufsichtsrat habe, muss ich ein Bußgeld zahlen. Und so weiter und so fort. Das heißt, der Staat kann durchaus bestimmte Verhaltensweisen erzwingen. Wenn ich Gift in den Rhein pumpe, muss ich Geldstrafen zahlen. Das heißt, der Staat kann durchaus mitmischen. In diesem Fall erfolgt Überwachung dann nicht mehr durch interne Organe und auch nicht durch den Markt, sondern durch Behörden. Das Gesundheitsamt prüft die Küche bei McDonald's und der Laden wird geschlossen. Das ist schlecht fürs Unternehmen. Da brauche ich keinen Vorstand, keinen Aufsichtsrat. Es kommt einfach der Mann im weißen Kittel und löst das Problem. Das Problem der staatlichen Aufsicht ist allerdings, dass der Staat nur begrenzte Ressourcen hat. Sie wissen, das Land NRW hat nicht genug Geld für Polizisten. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass man erwischt wird, so gering, dass man das einkalkulieren kann. Und insofern reicht eine rein staatliche Aufsicht nicht, sondern wir brauchen interne Überwachungsmechanismen, damit wir auch hinterher Menschen haben, die wir ins Gefängnis schicken können, wenn schlimme Dinge passieren. Sie kennen das alle aus dem Strafrecht mit diesem Lederspray-Fall. Dann sind dann alle dran, die im Geschäftsführungsorgan gesessen haben. Der Staat selber erleichtert sich die Überwachung dadurch, dass er Abschlussprüfer verlangt. Das heißt, es gibt diese Wirtschaftsprüfungsunternehmen und deren Pflicht besteht darin, die Einhaltung bestimmter Normen zu überwachen. Damit spart der Staat sich, dass er selber prüfen muss, denn diese unabhängigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen werden mühsam mit Konzessionen versorgt. Das heißt, das sind hochqualifizierte Leute, die besonders vertrauenswürdig sind. Fast wie ein Notar. Und zweitens sagt der Staat, soll jeder drauf gucken können, indem die Jahresabschlüsse der Unternehmen veröffentlicht werden im Internet beim Unternehmensregister. Das heißt, es gibt einen sogenannten Signaling-Effekt. Ein Unternehmen, was schlechte Zahlen hat, wird bloßgestellt und muss sich schämen. Und dann trauen die sich nicht mehr, anderen Unsinn zu treiben. So die Überlegung. Das Ganze hat man auch ausgeweitet. Ich habe schon mehrfach diesen Corporate Governance Codex zitiert. Da ist auch die Idee, wenn ich selber sagen muss, ich halte mich nicht an die gängigen Praktiken, dann stelle ich mich selber bloß. Und wer sich selber bloßstellt in der Öffentlichkeit, der will sich die Peinlichkeit ersparen, der hält sich dann freiwillig an die Regeln. Das heißt, Comply or Explain basiert genau auf dem Modell. Jemand, der von sich selber sagt, ich halte mich nicht an die Spielregeln, ist von vornherein sozusagen vom Markt geschasst. Deshalb werden die Leute das nicht machen. Ja, das hat auch die EU-Kommission erkannt und hat gesagt, die vollumfängliche Einhaltung eines Kodex kann eine positive Botschaft an den Markt sein, ist aber nicht immer die beste Option. Deshalb sollen die Unternehmen durchaus die Chance haben, zu begründen, warum sie sich nicht an Empfehlungen halten und dann einfach abzuweichen. Wer also einen guten Grund nennt, kann abweichen. Wer einfach so abweicht, riskiert, dass er dafür bestraft wird. Frage, wenn wir diese Mehrheit an Sanktionen haben, wie kann man am effizientesten vorgehen? Der härteste Durchgriff ist immer, wenn man es irgendwie schafft, die Gesellschaft in die Haftung zu nehmen. In dem Moment, wo ich sage, Sie haften mit Ihrem Privatvermögen, wird jeder Gesellschafter sehr stark beaufsichtigen. Wenn Sie eine GmbH haben und sagen, Sie haften dafür, wenn der Vorstand Mist baut, dann wird der Gesellschafter sehr viel Innovationsaufwand betreiben.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, warum eine unbeschränkte persönliche Haftung für jedes Fehlverhalten des Vorstandes ökonomisch nicht sinnvoll ist. Nämlich, warum ist es nicht sinnvoll, dass man einen generellen Durchgriff als Sanktion für jedes Fehlverhalten des Vorstandes vorsieht? Immerhin wird der Gesellschafter dann ja auch mal richtig aufpassen. Warum macht man das nicht? Hochabschreckend. Nochmal, warum haften die Gesellschafter nicht immer, wenn der Vorstand oder der Geschäftsführer einen Schaden anrichtet? Das würde zutreffen auf der Ebene der Organmitglieder. Das würde dafür sprechen, dass die Geschäftsführer nicht bei jeder Pflichtverletzung haften. Aber es betrifft nicht zwingend die Gesellschafter, die ja immerhin sozusagen dahinter stehen, Anführungszeichen. Die fällen ja nicht die Entscheidung, sondern, ja. Ja. Wenn es halt dann irgendwie einen Schaden angerichtet hat und dieser Schaden ist sehr, sehr hoch, man kann auf die Gesellschaft da durchgreifen, dann hat man sofort die Existenz der Gesellschaft vernichtet. Und das möchte man ja auch nicht. Und dann würden die Leute halt gewisse Berufszweige nicht mehr ergreifen. Und das wäre schlecht für die Wirtschaft. Ja, in der Tat, es würde eine Marktzutrittshürde begründen. Das heißt, die Leute würden nicht mehr in bestimmten Branchen tätig werden, die besonders riskant sind. Das zweite Problem ist das, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, mit Risikostreuung. Überlegen Sie mal, Sie sind Gesellschafter in 10 Aktiengesellschaften. Welche Folge hätte dann eine persönliche Haftung für Sie? Was müssten Sie tun? Wenn Sie wüssten, Sie haften für jede Verbindlichkeit, die da entsteht. Würden Sie ganz viele Gesellschafter kriegen? Würde das funktionieren? Ja. Risikostreuung noch betreiben. Ja, würden. Von, dass wenn ich mal Unsinn baue, dass ich den Unsinn halt auf alle anderen verteilen kann. In der Tat, welches Problem stellt sich dabei, wenn Sie ganz, ganz viele Gesellschafter haben? Dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Unsinn baut, steigt. Ja, gut, die Gesellschafter haben ja eh nichts zu sagen. Die würden nur haften. Die wären sozusagen nur das Haftungsproblem. Das sind ja nicht die Geschäftsführer. Wir müssen ja differenzieren. Das sind ja sozusagen nur die Leute, die sozusagen die Haftungsmasse bilden. Jeder sagt, ich gebe eine Bürgschaft ab, so müssen Sie sich das vorstellen. Im Grunde, die Gesellschafter tun nichts anderes, als zu sagen, ich bürge für alle erschienenen Schulden. Wir reden jetzt um Gesellschafter, die also nicht handeln. Ja, es gibt ja Geschäftsführer. Wir haben ja zwei Ebenen-Systeme, das ist ja die Prämisse. Denn bei ganz vielen wird es eh nie klappen. Aber warum ist es für Sie, warum ist es unwahrscheinlich, dass es A, viele Gesellschafter geben wird, und B, warum ist es für Sie nicht unbedingt attraktiv, wenn Sie viele Gesellschafter haben? Sie als einer von vielen. Ja, gut, das haben Sie bei einer Aktiengesellschaft ohnehin. Also die Dividende wird klein sein. Ja. Ja. Da liegt das Problem. Wenn Sie drei Gesellschafter haben, können Sie Ihre beiden Mitgesellschafter verklagen und das können Sie in einem Prozess machen, das geht relativ fix. Wenn Sie 1 Million Mitgesellschafter haben, dann müssen Sie 1 Million Menschen verklagen. Jeder in Höhe auf 1 Euro möglicherweise. Dann ist erstens die Wahrscheinlichkeit, dass jemand kein Geld hat, relativ hoch. Und zweitens die Wahrscheinlichkeit, dass Sie da Probleme mit dem Gericht kriegen, dass nämlich irgendwie der Gerichtsstand nicht eröffnet ist, extrem hoch. Das heißt, Sie haben einen Riesenaufwand, die alle zu verklagen. Das spricht dagegen, dass es sinnvoll ist, viele Gesellschaften zu haben, die alle persönlich haften. Denn Sie sind dann der Dumme, der die alle verklagen muss. Aber warum werden sich ohnehin nicht viele Gesellschafter finden in diesem Modell? Warum finden sich da nicht 1 Million?
Ja, was würden Sie denn sagen? Das geht ja nicht allgemein, also Sie haften für alle, sondern wir sagen, bei Umweltschäden haften die Gesellschafter persönlich. Bei allem anderen nicht. Oder bei Urheberrechtsverletzungen haften die Gesellschafter persönlich. Man könnte ja einen Katalog aufstellen und sagen, in den 10 Fällen haftet ihr, in allen anderen Fällen nicht. Bei Atomkatastrophen haftet ihr, bei Autounfällen haftet ihr nicht, bei Produkthaftung haftet ihr nicht. Ihr haftet nur für die ganz schlimmen Sachen. Können Sie es nicht beeinflussen? Sie können vertrauenswürdigen Geschäftsführer wählen. Ja, ja. Würden Sie einen vertrauenswürdigen Geschäftsführer wählen, wenn Sie wüssten, Sie haften für das und das? Wäre schon vertrauenswürdig. Was würden Sie denn tun, wenn Sie jemanden wählen? Erstens würden Sie jemanden wählen, der vertrauenswürdig ist. Was würden Sie als nächstes tun? Jetzt wissen Sie, der ist vertrauenswürdig. Würden Sie sich auf das Vertrauen verlassen? Sie würden ihn ständig kontrollieren. Das heißt, es ist ein extrem guter Anreiz, dafür zu sorgen, dass Ihr Geschäftsführer da auf jeden Fall in dem Bereich nichts machen kann. Das heißt, wir haben durchaus eine starke Überwachung beim Aufsichtsrat. Ziemlich offensichtlich. Sie würden sehr stark aufpassen. Sie hätten ganz starke Anreize. Das bedeutet aber für Sie auch, bevor Sie investieren, überprüfen Sie ganz genau, wie sicher ist dieses Unternehmen. Das müssen Sie bei jedem Einzelnen machen, wo Sie investieren. Das heißt, Sie werden nicht in 10 Unternehmen investieren, auch nicht in 100 Unternehmen investieren, auch nicht in 1000 Unternehmen investieren, sondern vielleicht in 1, 2 oder 3, weil das kriegen Sie zeitlich noch hin, dass Sie die überwachen. Je mehr Unternehmen Sie haben, desto schwerer wird es zu gucken, dass da kein Unfug getrieben wird. Das heißt, Sie haben da keine Massenstreuung mehr, Sie haben nur noch ein Investment und da hängen Sie dann dran. Das heißt, eine Durchgriffshaftung kann man ganz, ganz selten statuieren. Das muss wirklich für bestimmte Branchen sein. Man könnte hingehen und sagen, okay, es gibt bestimmte besonders gefährliche Tätigkeiten, da begründen wir das, aber im Allgemeinen wird das nicht gehen. Wie sieht denn aus mit der Haftung der Organmitglieder? Wir haben gesehen, da ist der Gesetzgeber in Deutschland schon relativ streng. Der sagt, Vorstände haften gegenüber der Gesellschaft, wenn sie die Sorgfalt eines ordnungsmäßigen Vorstandes missachten. Frage, ist das ein sinnvoller Anreiz, um schlechte Unternehmenspolitik zu verhindern? Oder ist das auch wieder, genauso wie das, was ich eben gesagt habe, überschießend und verhindert, dass der Vorstand seine eigentliche Aufgabe erfüllt und risikogeneigter ist als der persönlich haftende Gesellschafter? Also ist die zweite Stufe, Haftung der Organmitglieder, nicht genauso ungünstig wie die Haftung der Gesellschafter. Wird ein Vorstand, der weiß, dass er haftet, nicht genauso vorsichtig sein, wie ein Gesellschafter, der persönlich haftet? Und müsste man vor dem Hintergrund nicht sagen, auch die Vorstände haften für nichts. Oder die Geschäftsführer. Ja? Das ist ja das, was Sie mir eben gesagt haben, dass die Vorstände eben agieren, die handeln. Die ja. haben die Verantwortung und die Gesellschaft dann nicht. Ja. Das steht auf einer anderen Stufe. Ja. Aber wir haben auch gesprochen, es ist ja sinnvoll, dass die Risiken eingehen, die ein persönlich haftender Mensch eigentlich nicht eingehen würde. Wir wollen ja gerade, dass die Risiken eingehen. Also ist da eine Haftung nicht doch ein bisschen kontraproduktiv, dass diese Leute risikoreich tätig werden? Also wie gesagt, eine Haftung dafür, dass sie Selbstbegünstigung betreiben, in die Kasse greifen und das ins eigene Portemonnaie tun, ist relativ offensichtlich gerechtfertigt. Weil das ein Risiko ist, was einfach kein Risiko mehr ist, sondern einfach eine Verletzung. Aber die Frage ist, was ist mit einer Haftung für Risiken? Wir machen Geschäfte mit dem Iran oder mit Nordkorea, weil wir sagen, sind nette Kunden und die kaufen alles, was wir denen liefern. Gut, schlecht, böse. Oder, Sie erinnern sich an unseren Fall, mit dem Vorstand, der gesagt hat, parkt ruhig in zweiter Reihe, denn dann werden die Pakete früher ausgeliefert und wir machen insgesamt mehr Gewinn, selbst wenn wir jedes Bußgeld bezahlen, was uns dafür auferlegt wird. Ist das nicht eine ökonomisch effiziente Verhaltensweise, zu sagen, wir kassieren, wir zahlen die Bußgelder, aber dafür liefern wir pünktlich aus, für Sie als UPS- oder DHL-Kunde,
Sollte Ihr Vorstand ja nicht eine freie Entscheidung treffen können? Ja? Nein, weil die Effizienz steht ja nicht über allem. Über allem steht ja, dass wir geordnet eben zusammenleben können. Das wäre die Gefahr, wenn wir zulassen können, dass Effizienz an der Stelle steht. Ja, also in der Tat, das Argument hier lautet, der Vorstand ist sozusagen auch gegenüber der Allgemeinheit verpflichtet und nicht nur gegenüber der Gesellschaft. Andererseits kann man ja sagen, wenn der Gesellschaft es so wichtig ist, dass Leute nicht in zweiter Reihe parken, dann soll sie höhere Bußgelder machen. Denn wenn das Bußgeld höher wird als der potenzielle Gewinn, dann lohnt es sich doch. Also liegt die Fehlentscheidung nicht im Gesellschaftsrecht, sondern im Verkehrsordnungswidrigkeitenrecht. Zweite Reihe parken, 50.000 Euro, würde nie ein Problem auftreten. Würde keinem auf die Idee kommen, in zweiter Reihe zu parken. Also ist die Frage, ist es die richtige Lösung zu sagen, der Vorstand muss haften? Oder wäre die richtige Lösung nicht zu sagen, wir machen einfach eine härtere Sanktion zulasten der Gesellschaft? Und dann geht es natürlich wieder mittelbar an die Dividende und dann wird das den Aktionären nicht gefallen, die werden den Vorstand abberufen und alles geht seine Wege. Ja, wir haben darüber gesprochen, der Gesetzgeber hat versucht, die normalen Risiken mit der Business Judgment Rule rauszufiltern und gesagt hat, allein das unternehmerische Risiko begründet nie eine Haftung. Wir haben auch festgestellt, dass die deutsche Literatur und Rechtsprechung einhellig der Meinung ist, der Verstoß gegen allgemeingültige Regelungen ist nie gerechtfertigt. Wir haben aber auch gesehen, dass die ökonomische Literatur da durchaus gespalten ist, weil die sagt, es kann durchaus auch einen effizienten Gesetzesverstoß geben. Es kann sein, dass durch den Verstoß gegen das Gesetz die Allgemeinheit einen Gewinn macht. Es kann sein, dass es für die Bevölkerung mehr wert ist, ihre Pakete pünktlich zu kriegen, als zu verhindern, dass jemand in zweiter Reihe parkt. Ein Motto, es parkt eh ständig jemand in zweiter Reihe, das ist sozusagen schon im Straßenverkehr einberechnet, dass da irgendwie jemand auf der Straße steht. Das können Sie so oder so beurteilen. Die deutsche Rechtsprechungsliteratur ist da ganz einhelliger Meinung. Ja, dann kommen wir in die immer schwächeren Sanktionen, Bußgelder und Ordnungsgelder gegen die Gesellschaft. Natürlich, das geht mittelbar auch an die Dividende, allerdings erst dann, wenn das Ganze eine gewisse Höhe erreicht. Im Kartellbußgeldrecht orientieren wir uns daher am Umsatz. Das heißt, wir gucken, wie viel Umsatz haben die weltweit gemacht und bemessen dann das Bußgeld an dieser Höhe. Aber die meisten Bußgelder tun halt nicht weh, wie in unserem Verkehrsbeispiel relativ anschaunlich. Und last but not least natürlich die Presse. Wenn in der Zeitung geschrieben wird, Bayer stellt krebserregende Medikamente her, ist das ein schlechtes Medienereignis. Und Bayer wird sich tunlichst solcher Risiken enthalten. Das ist allerdings die schwächste Sanktion, weil die halt unkalkulierbar ist. Manchmal können auch verbotene Sachen cool sein und man sagt, okay, Bayer unterstützt die Hells Angels, dann sagen alle cool, dann kaufen wir jetzt Bayer-Medikamente. Also es ist durchaus schwer zu kalkulieren, wie die Öffentlichkeit auf vermeintlich nachteilige Informationen reagiert. Wie verhalten sich die Kontrollmechanismen zueinander? Ganz einfach, Medien nur bei Großunternehmen. Was der kleine Bäcker nebenan macht, steht nie in der Zeitung. Der kann noch so sehr seine Brötchen mit mehr Wasser als Mehl versetzt oder Sägemehl reintun. Das kommt nie in die Zeitung. Die staatliche Kontrolle verursacht natürlich sehr hohe Kosten. Polizeibeamte brauchen Gehalt. Das muss mit Steuergeldern finanziert werden. Diese Kosten führen dazu, dass man nie genug Polizisten haben kann. Das heißt, die Durchsetzungsquote ist niedrig. Die Kontrolle durch Organe verursacht ebenfalls hohe Kosten, also der Aufsichtsrat. Aber diese Kosten werden nicht von der Allgemeinheit getragen, sondern von der Gesellschaft. Das heißt, jede Gesellschaft muss entsprechend ihrem Risikofaktor Aufsichtsorgane stellen und damit wird zumindest eine weniger geringe Gießkannenwirkung bewirkt als bei der staatlichen Aufsicht, die eben auf alle verteilt wird. Die Gesellschafterkontrolle leidet an dem Problem, Gesellschafter haben nur dann einen Anreiz, wenn ihnen entweder eine persönliche Haftung droht oder eine empfindliche Gewinneinbuße.
Beides ist aber grundsätzlich nicht der Fall. Zudem, je mehr Gesellschafter da sind, desto höher ist die Gefahr, dass jemand nicht die hinreichende Durchsetzungsmacht hat und gleichzeitig, dass die Gesellschafterrechte missbraucht werden, und zwar sowohl die Rechte der Minderheit als auch die Rechte der Mehrheit. Und last but not least, die Kontrolle durch den Markt setzt voraus, dass die Anteile überhaupt aktiv gehandelt werden können, was bei einer GmbH schon ein Problem ist, weil man jedes Mal einen Notar braucht, was aber zum Beispiel bei Kommanditanteilen oder Aktien gar kein Problem ist. Die Information ist in diesen Fällen regelmäßig, die Information ist grundsätzlich billiger als Diversifizierung, wenn das Unternehmen klein ist, denn bei Aktiengesellschaften ist es so, sie haben wenig Informationen, müssen diversifizieren. Bei GmbHs haben sie viel Informationen, das heißt, sie brauchen nicht 10 GmbHs, die investieren, sondern es reicht eine, weil da kriegen sie ja alles auf den Tisch geliefert. Und die Marktkontrolle setzt voraus, dass überhaupt die Möglichkeit eines Kontrollwechsels besteht, was insbesondere problematisch war, zum Beispiel bei VW, wo nämlich das Land Niedersachsen de facto jede Satzungsänderung verhindern konnte und so de facto einen Machtwechsel nicht erfolgen konnte. Dann kann der Markt aber auch nicht dafür sorgen, dass ineffiziente Unternehmen vom Markt verdrängt werden. Ja, dann gehen wir jetzt weiter zu Thema 10. Thema 10 hat den Titel Unternehmerische Mitbestimmung, Gesellschaft in Miteigentümergemeinschaft, Berücksichtigung von Gläuberinteressen im Übrigen. Dann nochmal, Sie erinnern sich, der Aufsichtsrat hat im Wesentlichen 3 Kompetenzen. Erstens bestellt er den Vorstand, beruft ihn ab und bestimmt dessen Vergütung. Zweitens berät er den Vorstand, das heißt, er diskutiert mit ihm über wesentliche Maßnahmen, zum Beispiel bei Kapitalerhöhungen. Und last but not least überwacht er, indem der Vorstand ihm berichten muss und er Auskunftsrechte hat. Grundsätzlich werden alle Aufsichtsratsmitglieder gleich behandelt, und zwar im guten wie im schlechten Sinne. Das bedeutet nämlich, jedes Aufsichtsratsmitglied haftet auch potenziell, wenn es seiner Aufsichtspflicht nicht Genüge tut. Das hat auch zur Folge, dass jedes Aufsichtsratsmitglied grundsätzlich entsprechende Kompetenzen aufweisen muss. Die Aufsichtsratsmitglieder müssen also wissen, was sie beaufsichtigen. Sie müssen eine Bilanz lesen können, sie müssen die Vorstände beraten können und sie dürfen nichts weiter sagen, was sie im Rahmen der Aufsichtsratstätigkeit erfahren. Das Ganze ist schon für normale Menschen schwierig. Besondere Schwierigkeiten wirft das aber auf für die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. Warum? Weil die Arbeitnehmervertreter gerade keine Wirtschaftsjuristen sind und weil die Arbeitnehmervertreter gerade besondere Interessen vertreten sollen, nämlich Interessen der Belegschaft und gerade nicht die knallharte ökonomische Linie fahren sollen. Trotzdem müssen sie die gleiche Kompetenz haben und ihnen droht der gleiche Haftungsmaßstab. Deshalb gucken wir uns jetzt die unternehmerische Mitbestimmung etwas näher an. Was kann man mit Arbeitnehmern machen? Grundsätzlich alles, was man will. Es gilt Vertragsfreiheit. Sie können also zum Beispiel sagen, ich frage jedes Mal, bevor ich auf meine GmbH-Gesellschaftsversammlung gehe, die Mitarbeiter und stimme so ab, wie die Mitarbeiter es von mir wollen. Das können Sie im Arbeitsvertrag mit jedem Mitarbeiter vereinbaren. Das ist vertraglich völlig unproblematisch. Sie können sogar, wenn Sie eine GmbH haben, sagen, wir haben zwar nur 10 Arbeitnehmer, aber wir möchten ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder aus der Belegschaft haben. Das können Sie freiwillig machen, das ist gar kein Problem. Sie können auch eigene Organe bestellen, Sie können einen Beirat schaffen, freiwillig, der ausschließlich aus Arbeitnehmern besteht. 5 Arbeitnehmer, die den Geschäftsführer beraten. Können Sie alles machen. Und Sie können natürlich bei internationalen Konzernen irgendein Konstrukt schaffen, dass die ausländischen Arbeitnehmer und die inländischen Arbeitnehmer irgendwie sich koordinieren und Ihnen Tipps geben, wie man es besser machen kann. Das können Sie alles machen. Faktisch sind solche Regelungen extrem selten.
Stattdessen redet man, wenn man über Mitbestimmung redet, nicht über solche freiwilligen Vereinbarungen, sondern man redet ausschließlich über die zwingenden gesetzlichen Regelungen. Und dabei gibt es einerseits die betriebliche Mitbestimmung, das ist der sogenannte Betriebsrat. Sie wissen zum Beispiel, der hat ein Mitspracherecht bei Kündigungen, der hat ein Mitspracherecht bei Sicherheitseinrichtungen, das heißt, er muss immer angehört werden und dann kann er was dazu sagen. Das interessiert uns hier nicht, weil wir Gesellschaftsrecht machen, kein Arbeitsrecht. Uns interessiert das, was hier steht, die unternehmerische Mitbestimmung. Damit ist gemeint, dass im Aufsichtsrat nicht nur Vertreter der Aktionäre sitzen, sondern auch Vertreter der Arbeitnehmer, und zwar zusätzlich zum Betriebsrat. Das heißt, die haben nicht etwa die gleichen Kompetenzen wie der Betriebsrat, sondern es gibt den Betriebsrat und es gibt die Aufsichtsratsmitglieder. Doppelt hält besser. Es gibt da zunächst das Drittelbeteiligungsgesetz und das gilt für alle Gesellschaften mit mindestens 500 Arbeitnehmern und weniger als 2001 Arbeitnehmer. Ja, also zwischen 500 und 2000. Also 501 und 2000, mehr als 500, weniger als 2001, das heißt 501 bis 2000 Arbeitnehmer. Und zwar in der Rechtsform einer AG oder GmbH, die müssen zwingend einen Aufsichtsrat haben und ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder müssen Arbeitnehmervertreter sein. Wenn Sie also drei Mitglieder haben, muss es einer sein. Wenn Sie sechs haben, müssen es zwei sein. Wenn Sie 12 haben, müssen es 4 sein und so weiter. Es gibt gewisse Privilegierungen und zwar für die Kirchen, wenn Sie also so die Caritas oder Ähnliches haben, die müssen keine Arbeitnehmervertreter haben, weil man sagt, die tun so viel Gutes, da müssen die Arbeitnehmer nicht mitsprechen, sondern dass die Sozialinteressen schon durch die Tätigkeit gewährleistet. Die wirklich umstrittene Mitbestimmung ist allerdings die Mitbestimmung nach dem Mitbestimmungsgesetz von 1976. Die gilt ebenfalls für Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien und GmbHs. Und das Entscheidende dabei ist, sobald Sie 2001 Arbeitnehmer haben, und zwar entweder in der Gesellschaft selber oder auch in den Töchtern, dann müssen Sie einen Aufsichtsrat bilden und in diesem Aufsichtsrat gilt paritätische Besetzung. Das bedeutet, wenn Sie einen Aufsichtsrat haben mit 12 Mitgliedern, brauchen Sie 6 Arbeitnehmervertreter und 6 Vertreter der Aktionäre. Wenn Sie mehr als 10.000 Arbeitnehmer haben, wenn Sie mehr als 9.990 Arbeitnehmer haben, brauchen Sie 8 Arbeitnehmervertreter und 8 Anteilseignervertreter. Und wenn Sie mehr als 20.000 Arbeitnehmer haben, brauchen Sie sogar 10 Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. Das heißt, das sind 10 Arbeitnehmer und 10 Anteilseigner. Selbstverständlich können Sie auch freiwillig sich 20 Personen dahinsetzen, auch wenn Sie nur 2.000 Arbeitnehmer haben. Das ist Ihre Entscheidung. Sie können also mehr machen, aber auf keinen Fall weniger. Das Entscheidende ist, auch eine GmbH muss dann, wenn sie der Mitbestimmung unterliegt, ihren Geschäftsführer nach den Regeln des Aktiengesetzes wählen. Das heißt, der wird dann vom Aufsichtsrat bestimmt. Das heißt, die Gesellschafter verlieren ihre Rechte, damit die Arbeitnehmervertreter entsprechende Mitspracherechte haben. Sie können sich vorstellen, das Ganze war nie unumstritten. Es hat zunächst mal eine Verfassungsbeschwerde gegeben und das Bundesverfassungsgericht hat dazu gesagt, das ist okay, weil die Anteilseigner immer noch die Stimmenmehrheit haben, denn bei Gleichheit der Stimmen entscheidet der Aufsichtsratsvorsitzende und der Vorsitzende wird immer von den Anteilseignern bestimmt, wenn man sich nicht einigen kann. Das heißt, man hat ein hauchdünnes Fähnchen. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Wenn der Vorsitzende nicht mit Mehrheit gewählt werden kann, wird er ausschließlich von den Anteilseignern gewählt. Es würde also reichen, wenn ein Anteilseigner verkappter Kommunist ist und sich auf die Seite der Arbeitnehmer schlägt, dann haben die Arbeitnehmer die Mehrheit. Solange aber die Anteilseigner geschlossen
immer die Interessen der Aktionäre vertreten, hat man in der Tat ein Aktionärsmehrheitsinteresse. Ganz kurz, wenn Sie es nicht wissen, ob Sie mitbestimmungspflichtig sind, darf jeder Aktionär oder der Betriebsrat oder 100 Arbeitnehmer, die wählen dürften, das Ganze gerichtlich feststellen lassen. Das heißt, Sie können nicht einfach untertauchen und sagen, ich weiß nicht von Mitbestimmung, denn dann zwingen Sie Ihre Arbeitnehmer in die Mitbestimmung. Das mag bei Unternehmen, wo die Arbeitnehmer alle dumm sind, nicht funktionieren, aber 10% sind nicht viel. Ja? Also 10% oder 100, bei 500 Arbeitnehmern sind 10% 50. 50 Personen, die unterschreiben, dass sie eine Klage einreichen, kriegen sie immer zusammen. Das heißt, ihren Drittel Aufsichtsrat oder hier den Paritätischen kriegen sie durchaus hin. Praktische Relevanz. Es gibt ungefähr 700 Unternehmen, die paritätische Mitbestimmung haben in Deutschland. Rund ein Drittel aller Arbeitnehmer arbeiten in Unternehmen, die der Mitbestimmung unterliegen. Das heißt, zwei Drittel der Arbeitnehmer haben keine Repräsentation in den Unternehmensführungsorganen, aber immerhin ein Drittel schon. Das ist deshalb bemerkenswert, weil kein anderes Land der Welt kennt ein so starkes Mitbestimmungsregime wie Deutschland. Das heißt, selbst in Deutschland als Zentrum der Mitbestimmung betrifft es nicht die Mehrheit der Unternehmen, sondern nur einen kleineren Teil. Die Frage, die immer gestellt wird, ist das ein Wettbewerbsfaktor? Dann wird immer gesagt, wenn es einer wäre, würden deutsche Unternehmen vermehrt dazu drängen, ihren Firmensitz im Ausland zu nehmen und damit der Mitbestimmung zu entgehen. Das ist aber nicht der Fall. Deutsche Unternehmen haben immer noch ihren Sitz in Deutschland und insoweit kann die Mitbestimmung kein relevanter Standortfaktor sein, denn die Kosten sind offenbar nicht so hoch, dass man zu einem Verdrängungswettbewerb gelangt ist. Die Mitbestimmung verursacht erheblichen Aufwand, denn die Arbeitnehmer müssen fortgebildet werden. Die müssen eine Bilanz lesen können und das ist nicht jedem in die Wiege gelegt. Es bereitet aber auch erhebliche Probleme im Hinblick auf die Unabhängigkeit. Ich habe eben gesagt, bei den Anteilseignervertretern ist es wahrscheinlich, dass sie den Vorstand schon kennen, weil die im selben Golfclub spielen. Die Arbeitnehmervertreter haben ein ganz anderes Problem. Die Arbeitnehmervertreter haben Druck von der Belegschaft, die sie repräsentieren. Und die Belegschaft hat kein großes Interesse daran, ob das Unternehmen jetzt auch noch, was weiß ich, Dampfmaschinen produziert statt Ölheizungen. Die Arbeitnehmervertreter wollen längere Mittagspause, besseres Essen in der Kantine, was weiß ich, Weihnachtsgeld. Und die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat werden dann von ihren Vertretern aus der Belegschaft unter Druck gesetzt, dass sie gefälligst sich für diese Sachen einsetzen sollen. Und so hat man einen gewissen Kuhhandel, die sagen, die Zustimmung zu unternehmerischen Entscheidungen wird abhängig gemacht von betrieblichen Gegebenheiten. Tausche Fusionszustimmung gegen besseres Mittagessen. Das ist nicht unbedingt zielführend, denn die Fragen sind natürlich völlig unabhängig voneinander. Ob das Mittagessen gut oder schlecht ist und ob Daimler Chrysler kaufen darf, hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Das sind komplett separate Fragen. Das zweite Problem ist, dass die Wahl der Arbeitnehmervertreter nicht zwingend demokratisch funktioniert. Zunächst mal liegt das daran, weil nur die deutschen Arbeitnehmer dürfen mit abstimmen. Wenn sie Arbeitnehmer sind, aber ihre Tätigkeit ausschließlich in Belgien stattfindet, dürfen sie nicht mitwählen. Das heißt, wenn ein Unternehmen 50.000 Arbeitnehmer hat, von denen 2.000 in Deutschland arbeiten und der Rest im Ausland, dürfen nur die Deutschen und die 48.000 im Ausland nicht mit abstimmen. Das heißt, in der Unternehmensführungsetage sitzen die Vertreter der Deutschen, die Vertreter der ausländischen Filialen sind nicht beteiligt. Selbst innerhalb der Belegschaft ist es nicht so, dass jeder wählen geht. Und wenn jeder wählen geht, dass jeder sich auf den gleichen Kandidaten einigt. Sie haben, ähnlich wie im politischen Wahlkampf, gute Chance, wenn Sie ein klares Profil haben und sagen, mit mir längere Mittagspause. Dann sind Sie der Mittagspausenmann und Sie interessieren nur Ihre Wähler. Sie müssen nicht Interessen der gesamten Belegschaft repräsentieren, sondern Sie müssen nur gucken, dass Sie wiedergewählt werden.
Denn wenn sie gewählt werden, müssen sie weniger arbeiten. Das ist eine gute Sache, also lassen sie dich wählen. Das ist ähnlich wie bei Fachschaft. Ja? Das ist das gleiche Modell. Diese beiden Probleme führen dazu, dass die Arbeitnehmervertreter nicht so unabhängig sind, wie man es gerne hätte. Das heißt, dieses Ideal, dass sie ein Gegengewicht zu den Anteilseignern bilden, ist nur bedingt realisierbar. Und das ist der letzte Punkt. Die Frage ist, warum sollte sich ein Arbeitnehmervertreter für die Überwachung von strategischen Entscheidungen engagieren? Die Antwort lautet, eigentlich engagiert er sich nämlich nur dann, wenn dadurch Arbeitsplätze gefährdet werden oder Gehaltserhöhungen bzw. Kürzungen drohen. Solange das nicht der Fall ist, wird der Arbeitnehmervertreter sagen, macht doch, was ihr wollt, meine Interessen sind nicht betroffen. Ich habe Ihnen aber eben gesagt, es gilt die Gleichbehandlung aller Aufsichtsratsmitglieder. Das heißt, auch der Arbeitnehmervertreter muss bei jeder Entscheidung beteiligt sein. Er hat immer ein Stimmrecht, nicht nur bei Arbeitnehmerbezug. Das heißt, die Frage ist, ob er dann würfelt oder sich beeinflussen lässt. Auf jeden Fall kann er nicht das tun, was man von ihm erwartet. Deshalb gibt es erhebliche Kritik an der Mitbestimmung, weil der Aufwand für die Wahlen zu groß sei, weil die Organe mit 20 Personen viel zu groß seien, um vernünftig zu entscheiden. Mit 20 Personen kann man sich nicht mehr einigen, weil man sagt, die Arbeitnehmerinteressen haben nichts in der Unternehmensleitung verloren. Die Arbeitnehmerinteressen können auf betrieblicher Ebene sein, also Betriebsrat. Aber warum sollen die mitentscheiden dürfen über Kapitalerhöhungen? Das geht ja auch in keinster Weise was an. Die Qualifikation der Arbeitnehmervertreter. Woher kann der Fließbandarbeiter auf einmal eine Bilanz lesen? Die sind doch gar nicht dafür ausgebildet. Da wollen wir doch richtige Leute im Aufsichtsrat haben. Die Interessenkonflikte, weil die eben die Interessen der Arbeitnehmer haben und denen eigentlich ihren Kollegen mitteilen möchten, dass es schlecht steht, das aber nicht dürfen wegen der Schweigepflicht. Weil möglicherweise man dem Aufsichtsrat nicht mehr vertraut als Vorstand, weil da Arbeitnehmervertreter drin sind, weil man nämlich sagt, hinterher verpetzen die mich, also sage ich lieber nichts. Das heißt, es stört die Vertrauensbeziehung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Weil letztendlich wegen dieses Mehrstimmrechts bei Stimmengleichheit eine Person die letztendliche Macht kriegt, nämlich der Vorsitzende. Eine Person kriegt mehr Macht, als sie jemals haben dürfte. Und last but not least, weil das möglicherweise die Übernahme des Unternehmens verhindert. Denn wenn Sie wissen als Amerikaner, wenn Sie die deutsche AG übernehmen, haben Sie gar nicht die ganze Macht, denn es sitzen immer noch die blöden Arbeitnehmervertreter da, die gegen Sie stimmen. Dann werden Sie das Unternehmen nicht kaufen. Also ist ein Kontrollwechsel viel, viel schwieriger als bei einer amerikanischen Gesellschaft, wo die Arbeitnehmer nichts zu sagen haben. Trotzdem haben wir dieses Modell noch. Woran liegt das? Nun, im Jahr 2005 hatte man eine Kommission eingesetzt, die das ganze Modell modernisieren sollte. Die hatten das Ziel, das Ganze mal europaweit Rechtsvergleiche zu analysieren und dann Vorschläge für eine Weiterentwicklung der deutschen Regelungen zu machen. Die haben lange diskutiert und sind zum Ergebnis gekommen, wir konnten uns nicht einigen. Das heißt, es gab dann ein Votum der Arbeitgeberseite und ein Votum der Arbeitnehmerseite mit einer Stellungnahme des Vorsitzenden und man konnte sagen, es gibt keine Möglichkeit, einen Konsens zu erzielen. Folge dieser ganzen Kommissionsgeschichte ist, man hat es so gelassen, wie es ist und keiner traut sich mehr daran, da irgendwelche Reformen zu machen. Das ist sozusagen festgefahren. Was schlägt Literatur vor? Literatur sagt, man darf als Arbeitnehmerkandidat nur kandidieren, wenn man bestimmte Qualifikationen aufweist, also einen bestimmten Bildungsstandard. Der Fließbandarbeiter darf nie in den Aufsichtsrat. Ganz schlecht. Demokratisch kaum vertretbar. Dann natürlich, was naheliegend ist, dass EU-Arbeitnehmer, also Vertreter, zumindest aus Belgien, Niederlanden und Ähnliches, mitwählen dürfen in den Aufsichtsrat. Was aber voraussetzt, dass wir dann in das dortige Recht einwirken, denn die unterliegen ja nicht deutschem Recht, sondern unterliegen möglicherweise niederländischem Recht. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir im niederländischen Recht abstimmen dürfen. Dann dieses Abschaffen der paritätischen Beteiligung 50-50 und Mehrstimmrecht, um eben diese Übermacht des Vorsitzenden auszuschließen, stattdessen immer nur ein Drittel Arbeitnehmer. Sie können sich vorstellen, das wird eine Gewerkschaft nie mitmachen.
Dann die brillante Überlegung, man könnte es ja verhandlungsdispositiv machen, nach dem Motto, verhandelt doch, wie ihr Mitbestimmung haben wollt, und wenn ihr euch geeinigt habt, dann ist es für ewige Zeiten verpflichtend. Das haben wir zum Beispiel bei der Gründung einer SE, und dann sagen wir, das könnten wir ja auch allgemein einführen. Das Problem einer Verhandlungslösung ist nur, was gilt, wenn man sich nicht einigt? Die einen sagen, wir wollen Mitbestimmung, die anderen sagen, wir wollen keine. Was kommt dann raus? Und wenn man sagt, dann kommt halt immer das raus, was wir jetzt haben, dann hat man damit wenig gewonnen. Und der radikalste Vorschlag ist, wir sagen, wir brauchen noch ein weiteres Organ. Wir haben den Vorstand, wir haben den Aufsichtsrat, wir haben die Hauptversammlung, wir haben den Betriebsrat und wir haben den Arbeitnehmerrat. Und der Arbeitnehmerrat wird immer nur dann eingeschaltet, wenn Arbeitnehmerinteressen betroffen sind und darf dann genauso wie der Aufsichtsrat prüfen und Zustimmungsvorbehalte vereinbaren. Also Sie sehen, Vorschläge gibt es viele und wir beschäftigen uns jetzt mit der Frage, wie ist das Ganze ökonomisch zu betrachten? Der Slogan in der Politik heißt immer, wir wollen die Wirtschaft demokratisch gestalten. Das Volk soll nicht nur bei der Politik mitwirken, sondern auch in der Wirtschaft. Die Ökonomen sagen, es geht um was anderes. Es geht nämlich einerseits um Akzeptanz von Unternehmensentscheidungen. Ein Arbeitnehmervertreter oder ein Arbeitnehmer, der weiß, dass von ihm gewählte Personen an der Entscheidung mitgewirkt haben, wird dieser Entscheidung eher vertrauen, als wenn die von da oben von jemandem kommt, den er nicht mitbestimmt hat. Das nennt sich die Akzeptanztheorie. Und das andere ist die Anreiztheorie. Ein Arbeitnehmer, der weiß, dass seine Vertreter mitentscheiden können, wird mehr Einsatz im Unternehmen zeigen als ein Arbeitnehmer, wo der Chef von oben profitiert, egal wie viel er arbeitet. Weil die Vermutung ist, die Arbeitnehmervertreter werden auf eine Gehaltserhöhung hinwirken, wenn der Gewinn maximiert wird. Diese beiden Theorien gibt es. Frage, wieso sehen wir das dann zwingend vor, wenn es doch so tolle Anreize gibt und verringert das möglicherweise den Anreiz, in eine deutsche AG zu investieren? Dazu nochmal unser Maßstab, diese Effizienzbegriffe. Der erste Effizienzbegriff, Pareto-Effizienz, bedeutet, niemand kann seinen persönlichen Nutzen erhöhen, ohne dass jemand anderes seinen Nutzen verringert. Ja, also niemand kann mehr haben, ohne dass irgendjemand anderes verliert. Und bei Caldor Hicks ganz einfach, niemand kann seinen Nutzen erhöhen, wenn er hypothetisch alle Verluste ausgleichen müsste. Das heißt, man würde immer ein Minus haben, wenn man eine Änderung herbeiführt. Kosten interessieren uns die sozialen Kosten. Es spielt keine Rolle, wer die Verluste macht. Die Frage ist, haben wir in der Summe ein Minus oder haben wir in der Summe ein Null oder ein Plus? Und uns interessieren insbesondere Opportunitätskosten. Die Frage ist, können wir die Ressourcen woanders gewinnbringender einsetzen als da, wo sie momentan eingesetzt sind? Und wir betrachten nicht nur die an einer konkreten Transaktion Beteiligten, sondern wir betrachten auch Externalitäten, das heißt die volkswirtschaftlichen Konsequenzen für an Transaktionen Nichtbeteiligte. Wenn wir das auf die Mitbestimmung beziehen, haben wir zunächst mal direkte Kosten, die im Unternehmen intern auftauchen. Und die besteht einfach darin, ich bezahle jemanden dafür, dass er Schrauben am Fließband einzieht, stattdessen sitzt er jetzt in Aufsichtsratssitzungen und verhandelt. Das heißt, ich zahle jemanden, der seine Arbeit nicht wahrnimmt, das ist ein direkter Verlust des Arbeitgebers. Ich brauche weiterhin Räumlichkeiten, wo die Leute tagen können, die wollen auch eine Heizung haben, die wollen vielleicht ein Telefon haben, die wollen vielleicht auch was Wasser haben, was sie trinken können, das kostet mich alles direkt Geld. Und natürlich ein erheblicher Faktor, ich muss diese Arbeitnehmervertreter wählen lassen. Dazu muss ich in all meinen Filialen entsprechende Wahleinrichtungen schaffen. Das kostet alles Zeit und Geld. Das sind direkte Kosten. Die interessieren uns aber ökonomisch kaum, weil die insgesamt in der Summe kaum ins Gewicht fallen. Die Frage, die uns mehr interessiert, ist das, was wir hier als indirekte Kosten bezeichnen, nämlich, dass die Entscheidungsfindung erschwert wird.
wenn sie mal versucht haben, sich mit einer Gruppe von 20 Personen darauf zu einigen, was oder wo sie hingehen wollen abends zum Essen oder Trinken, dann wissen sie, das ist relativ aufwendig. Wenn sie das Ganze zu zweit machen, ist das relativ leicht. Und das ist ein ganz einfaches Phänomen. Je mehr Leute mitentscheiden müssen, desto schwerer wird es, einen Konsens zu erzielen. Deshalb, die Zahl der Personen verursacht erhebliche Kosten. Und die Frage ist jetzt, diese Kosten fallen ständig an. Die Kosten da oben sind marginale Kosten, die kommen einmal im Jahr vor, dass sie eine Sitzung machen. Diese Entscheidungskosten sind unendlich, weil die immer wieder kommen, bis sie sich geeinigt haben. Diese Kosten sind einerseits ein Problem, andererseits sind auch die Ursache des Vorteils. Praktisch spielen sie überraschenderweise, sagen alle Studien, keine große Rolle, denn fast alle Entscheidungen im Aufsichtsrat werden einstimmig getroffen. Es gibt da keine großen Meinungsverschiedenheiten, es wird einfach alles abgenickt. Das heißt, entgegen der Erwartung, dass man lange braucht, um sich zu einigen, ist man sich eigentlich immer einig. Woran liegt das? Ganz einfach, die Arbeitnehmervertreter sagen, interessiert uns nicht, von mir aus soll der Vorstand werden. Ist ja nicht unser Ding. Geht es ja nicht um Gehalt, geht es ja nicht um Mittagessen in der Kantine. Das Problem ist bei der ganzen Sache, wir können die Kosten und den Nutzen nicht beziffern. Wir können nicht sagen, Unternehmen mit Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat sind wirtschaftlich leistungsstärker oder sind wirtschaftlich weniger leistungsstark. Die andere Methode ist eher so ein bisschen wirtschaftsphilosophisch. Und zwar ist da folgende Überlegung. Ein Unternehmen entsteht in dem Moment, wo die Aktionäre Geld geben. Die Aktionäre sind also immer am Anfang. Die kommen, bevor irgendein Arbeitnehmer da ist. Es gibt keine Arbeitnehmer, bevor erstmal ein Gehalt gezahlt werden kann. Die Konsequenz ist auch, wenn das Unternehmen aufgelöst wird, kriegen die Aktionäre alles, was übrig bleibt. Alles, was nicht vorher einem Gläubiger versprochen worden ist, gehört den Aktionären. Das nennt man den Residualerlös. Entsprechend ist es auch so, soweit die Gesellschaft keine Verträge getroffen hat, steht die Entscheidung darüber, was mit dem Geld passiert, den Aktionären zu, denn die haben es ja immerhin gegeben. Die haben ihr Geld gegeben, also können sie auch entscheiden, was mit ihrem Geld passiert. Demgegenüber ist der Arbeitnehmer grundsätzlich weisungsgebunden. Der Arbeitnehmer tut das, was der Chef ihm sagt. 106 Gewerbeordnung, ich habe ein umfassendes Weisungsrecht. Der Arbeitnehmer kriegt auch ein festes Gehalt, das steht in seinem Arbeitsvertrag. Wenn er es nicht kriegt, kann er darauf klagen. Das heißt, der Arbeitnehmer hat einerseits eine starke Position im Blick auf sein Geld, er kann auf ein Gehalt klagen, er hat aber eine schwache Position im Blick auf die Entscheidung. Stark im Geld, schwach in der Entscheidung. Frage, was passiert mit der Mitbestimmung? Durch die Mitbestimmung kriegt der Arbeitnehmer auf einmal ein Mitspracherecht bei der Unternehmensleitung. Das führt dazu, dass er möglicherweise auch sein Gehalt anpassen kann an die Gewinne. Dann greift er sozusagen in die Tasche der Aktionäre und nimmt sich Vermögen, was eigentlich den Aktionären zustehen könnte. Gleichzeitig, egal wie wenig Rechte wir den Aktionären wegnehmen, es ist auf jeden Fall ein größer Null. Das heißt, der Aktionär gibt Geld und verliert dafür noch Entscheidungsbefugnisse. Das heißt, er macht auf jeden Fall ein individuelles Minus. Das heißt, warum soll ich mein Geld weggeben und ein anderer darf darüber entscheiden und kann es möglicherweise einkassieren? Der hat einen sicheren Job, dann soll er gefälligst auch seine Weisung befolgen. Ich habe alles riskiert, also möchte ich auch Mitspracherecht haben. Die Frage ist, ob man da Ungleiches gleich behandelt. Die anderen sagen, das ist ja nur konsequent. Wenn ich als Aktionär aussteigen will, kann ich meine Anteile verkaufen. Wenn der Arbeitnehmer unzufrieden ist, muss er kündigen und woanders anfangen. Also beide können das Objekt wechseln. Wer unzufrieden ist, kann gehen. Aber
der Aktionär muss nicht gehen, er kann auch Aktionärsrechte ausüben, er kann eine glänzende Rede auf der Hauptversammlung halten und den Stimmbeschluss umkippen. Er kann also mitentscheiden. Der Arbeitnehmer hat diese Möglichkeit nicht. Also wird der Arbeitnehmer, weil er nicht mitentscheiden kann, entweder sehr geneigt sein, das Unternehmen zu wechseln, das heißt, er wird untreu werden. Arbeitnehmer sind generell untreu. Oder der Arbeitnehmer wird einen Aufpreis verlangen. Er wird also mehr Gehalt verlangen, als er verlangen würde, wenn er mitsprechen dürfte. Wenn er mehr Gehalt verlangt, bleibt weniger übrig als Dividende und dann sind die Aktionäre wieder unzufrieden. Also sagt die Gegenansicht, es ist für die Gesamtwirtschaft billiger, denen ein scheinbares Mitspracherecht zuzubilligen, solange sie nicht die Mehrheit kriegen, als die Kosten der Wechselgeneigtheit in Kauf zu nehmen. Wenn der Arbeitnehmer wechseln will, kostet das für alle Beteiligten Geld. Denn es muss ein Ersatz gefunden werden, gleichzeitig muss das Betriebsklima aufrechterhalten werden. Wenn jeder nur gehen will, ist das keine gute Stimmung und keine Arbeit effizient. Das können wir uns alles sparen mit ein bisschen Mitspracherecht. Gleichzeitig spart man Kosten der Information. Früher musste man den Arbeitnehmern sagen, wir haben das und das beschlossen. Heute machen die ja schon untereinander aus, weil die ja eh ihre direkten Vertreter haben. Das heißt, man verlagert die Kosten von den Investoren auf die Arbeitnehmer selbst. Und das Argument, was ich Ihnen schon mal gebracht habe, die Arbeitnehmer, die nicht wissen, warum eine Maßnahme eingeleitet wird, werden eher renitent werden als Arbeitnehmer, denen man gesagt hat, es geht uns schlecht. Wenn Sie also anfangen, Leute zu entlassen, dann würde es eher einen Aufstand im Betrieb geben, wenn die Leute nicht wissen, woran es liegt, als wenn man ihnen gesagt hat, oh, es geht uns ganz schlecht, entweder entlassen die oder wir fliegen alle raus, dann hat man mehr Verständnis. Man unterscheidet dabei einerseits den positiven allokativen Effekt in dem Sinne, dass der Gewinn des Unternehmens höher sein wird, wenn Arbeitnehmer mitsprechen dürfen. Was meine ich damit? Ein Arbeitnehmer, der weiß, ich habe ein Mitspracherecht, wird seinen ganzen Einsatz für das Unternehmen bringen, er wird ihm treu sein und er wird Tag und Nacht nur an sein Unternehmen denken, weil es ja sein Unternehmen ist. Er darf ja mitentscheiden. Der Arbeitnehmer, der kein Mitspracherecht hat, wird nur gucken, wer zahlt mir am besten und schnell wechseln. Das heißt, das Unternehmen wird mehr Gewinn machen. Das Unternehmen wird wirtschaftlich produktiver sein. Es tritt nur ein distributiver Effekt auf. Der Gewinn, den das Unternehmen macht, der geht nicht an die Aktionäre, wo er normalerweise verbleiben würde, sondern er geht zum Teil auch an die Arbeitnehmer. Das heißt, die Aktionäre haben nichts davon. Die kriegen nicht mehr Dividende. Dass das Unternehmen mehr Gewinn macht, ist ja schön und gut, aber der Gewinn fließt an die Arbeitnehmer ab, die ein höheres Weihnachtsgeld kriegen oder irgendwelche Boni. Das heißt, aus Sicht der Aktionäre ist die Mitbestimmung ein Nullsummenspiel. Aus Sicht der Gesamtwirtschaft ist es hingegen positiv, weil die Unternehmen mehr leisten mit gleichem Einsatz. Im Ergebnis wird es also so sein, dass es für die Unternehmen keinen Anlass gibt, freiwillig Mitbestimmung einzuführen, solange nicht für die Aktionäre mehr Geld rauskommt. Solange also der distributive Effekt stärker ist als der allokative, also dass solange nicht mehr Geld eingehäuft wird, das verteilt wird, wird es keinen Anlass geben, Mitbestimmung einzuführen. Das bringt uns jetzt zu der Frage, ist die obligatorische Mitbestimmung effizient? Und die wirtschaftswissenschaftliche Literatur ist sich weitgehend einig, wahrscheinlich ist es nicht effizient, die Unternehmen in die Mitbestimmung zu zwingen. Denn wenn man als Unternehmen leistungsfähiger wäre mit Mitbestimmung, würden es alle Unternehmen machen, denn sonst wären sie nicht konkurrenzfähig. Wenn deutsche Unternehmen mit Mitbestimmung besser wären als amerikanische Unternehmen ohne Mitbestimmung, müssten die Amerikaner Mitbestimmung einführen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Da sie es nicht eingeführt haben, auch nach 100 Jahren nicht, spricht viel dafür, dass es nicht effizient ist, Mitbestimmung zu betreiben. Die Überlegung, dass es einfach nur Faulheit der Amerikaner
ist dadurch widerlegt, dass es immer wieder den Versuch gibt, von deutschem Leben der Mitbestimmung zu entgehen und immer wieder Klagen gibt, um die Verfassungswidrigkeit festzustellen oder zumindest die Unanwendbarkeit auf das konkrete Unternehmen. Wenn die Mitbestimmung einfach nur egal wäre, dürfte niemand was dagegen unternehmen. Also sagen viele Leute, die Mitbestimmung sei ineffizient. Frage: Ist diese herrschende Meinung in der ökonomischen Literatur richtig? Und da kann man zunächst mal sagen, gucken wir uns die Zahlen an. Das haben verschiedene Leute gemacht in den 80er Jahren und 90er Jahren. Und wir sehen das ganz grob hier. Wenn überhaupt, gab es minimale Kursreaktionen. Nur die Studien hier in der Mitte von 1990 bis 1998 haben wirklich was Negatives festgestellt. Die Schmidt-Seger-Studie kam sogar dazu, dass der Börsenkurs von mitbestimmten Unternehmen 20% geringer sei als Unternehmen, die nicht mitbestimmt sind. Das Problem ist an diesen ganzen Untersuchungen nur, die betrachten eine relativ kleine Zahl von Unternehmen, so zwischen 20 und 50, und dann müssen sie eine fiktive Hochrechnung betreiben, wie der Wert denn wäre, wenn es keine Mitbestimmung wäre, und dafür haben wir kein vernünftiges Modell. Daher kommt jede dieser Studien zu einem anderen Ergebnis, relativ offensichtlich. Das heißt, mit Empirie kommen wir hier nicht weit. Stattdessen versucht man das dann relativ trivial verhaltensökonomisch zu deuten. Und die einfachste Erklärung ist, wir müssen die Leute zu ihrem Glück zwingen, weil die Kosten einer freiwilligen Mitbestimmung zu hoch wären. Denn die Arbeitnehmervertreter wissen ja gar nicht, worüber sie verhandeln. Den wahren Wert des Unternehmens kennt nur der Vorstand, beziehungsweise kennen nur die Anteilseigner, also die Gründer des Unternehmens. Zudem, die Arbeitnehmervertreter sind keine homogene Gruppe. Nicht jeder Arbeitnehmer ist gleich. Derjenige, der, sagen wir mal, Prokurist ist, hat nicht die gleichen Interessen wie der Fließbandarbeiter. Das heißt, die können keinen gemeinsamen Willen bilden. Genauso auch bei den Anteilseignern. Der Venture Capitalgeber wird nicht das gleiche Interesse haben wie der Erfinder, der sein Unternehmen betreiben will. Das heißt, die haben sehr großen Aufwand, sich intern auf einen einheitlichen Meinungsstand zu einigen. Und dann ist das Problem, die verhandeln ja über Leute, die sie gar nicht mehr sind. Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen wird im Jahr 1920 gegründet, einigt sich auf Mitbestimmung. Von den Arbeitnehmern und Anteilseignern, die sich damals geeinigt haben, lebt heute keiner mehr. Diese Beteiligten sind alle tot. Betroffen sind davon die heutigen Aktionäre und die heutigen Arbeitnehmer, die damals aber gar nicht gefragt worden sind. Und die können es auch nicht mehr einfach ändern, weil wir haben keinen Mechanismus mehr, um dieses damalige Verhandlungsgremium zu ersetzen. Wenn wir das so machen würden wie bei Tarifverträgen, dass wir die alle paar Jahre neu verhandeln lassen, kommen wir zu dem Problem, dass wir dann wieder dieses Holdout-Problem haben. Das Unternehmen liegt so lange still, bis man sich geeinigt hat. Das macht auch keinen Sinn. Das heißt, das Argument hier ist, der Gesetzgeber hat einfach gesagt, wir machen das so, damit ihr nicht verhandeln müsst. Es spart euch die Verhandlungskosten und Verhandlungskosten von Tausenden von Unternehmen, die jeweils, sagen wir mal, 20.000 betragen, sind 1.000 mal 20.000, die sparen wir euch, indem wir gesagt haben, wir nehmen das Ergebnis vorweg, Mitbestimmung verpflichten mit den Bedingungen. Das haben wir auch in vielen anderen Fällen, wo es zwingendes Recht gibt, zum Beispiel im Unterhaltsrecht, gleiche Idee hier, die Verhandlung wäre einfach zu teuer. Die zweite Erklärung ist, wir wollen die Leute nicht bestrafen, die freiwillig Mitbestimmung einführen. Warum? Ich habe Ihnen eben gesagt, Mitbestimmung ist eine tolle Sache, weil Sie können mit auf die Unternehmenspolitik Einfluss nehmen. Wenn Sie ein schlechter Arbeitnehmer sind und Maximalleistung liegt bei 70% dessen, was der Durchschnittsarbeitnehmer leisten kann, dann werden Sie ein Unternehmen mit Mitbestimmung wählen, weil in diesem Unternehmen Sie eine höhere Sicherheit haben, dass Sie bei Krisen vorgewarnt werden und schnell abspringen können. Wenn Sie ein Top-Arbeitnehmer sind, der 120% des Durchschnitts leisten kann, oder 130, kann Ihnen das relativ egal sein, weil Sie kriegen immer einen neuen Job. Sie brauchen keine Mitbestimmung als Sicherheit. Nur die Doofen brauchen Mitbestimmung.
Das heißt, ein Unternehmen, was sagt, wir bieten freiwillig Mitbestimmung an, wird die unfähigen Arbeitnehmer anziehen und die fähigen Arbeitnehmer werden zu den Unternehmen gehen, die ihnen momentan zur Hand stehen, denen wird völlig egal, ob Mitbestimmung vorliegt oder nicht. Das heißt, die zwingende Mitbestimmung führt dazu, dass die schlauen Arbeitnehmer auch zu allen Unternehmen gehen und nicht nur zu den Unternehmen ohne Mitbestimmung. Gut, ich sehe, die Begeisterung hier für die Mitbestimmung ist nicht so hoch. Deshalb machen wir bei diesem Thema dann in der nächsten Woche weiter. Sie können gerne auch Fragen in diesem Internetforum stellen. Ich werde heute noch mal ein Skript hochladen zu den Grundbegriffen der ökonomischen Analyse des Rechts, damit Sie das auch noch mal nachschlagen können und die Begriffsverwirrung vermeiden können. Und wir sehen uns dann am kommenden Montag. Vielen Dank.